Hupen für das Double. Großgrößer Schweriner SC. Mit einem Autokorso, angeführt von Schwerins Bahnrad-Weltmeister Stefan Niemke, fuhren die Volleyballerinnen des Schweriner SC am vergangenen Montag auf den Marktplatz. Dort warteten ca. 100 Fans und die üblichen Vertreter aus Politik und Sport auf die frisch gebackenen Double-Gewinnerinnen. Die Schweriner Schmetterlinge haben es wieder allen gezeigt. Ich habe es nur am Radio miterlebt. Kurz vorm Herzinfarkt, es war Wahnsinn! Der Pokal und die 20 Kilogramm schwere Meisterschale machten die Runde und der Feiermarathon führte später auch noch zum Ministerpräsident Erwin Sellering. Im nächsten Jahr finden übrigens die Vorrundenspiele zur Volleyball-Europameisterschaft der Frauen in Schwerin statt.